Ein Aufschlag. Ein Crash. Eine Explosion. Irgendwas hat Feuer gefangen. Nur 7 Sekunden nach dem letzten Computercheck. Und der sagte, alles in Ordnung. Ich verstehe nicht. Was ist los? Ich brenne. Ich komme ins Schleudern. Er schaut aus dem Fenster. Die Landebahn. Ist das die Landebahn? Er ist irgendwo. 10.000 Meter über dem Meer. Über dem Eismeer. Wüste. Ozean. Wüste. Höhlen. Waren es nicht Höhlen? Doch, natürlich. 10.000 Meter über der Wüste. Wenn er nach unten schaut, dann sieht er nichts. Nichts. Absolut nichts. Welches Land? Welches Land ist es hier? Ich habe nur die Koordinaten. Ein paar farbige Punkte auf meinem Computerbildschirm. Sieht aus wie dieses neue Computerspiel. Sega Mega Search 2. Behind Enemy Lines. Das ist keine Landebahn. 10.000 Meter über dem Mörder der Wüste. Ist natürlich keine Landebahn. Natürlich nicht. Da ist nichts. Gar nichts. Nichts. Alles dunkel. Höhlen, Wüsten, Eisstaub. Leben hier überhaupt Menschen? Kennen wir die, diese Außerirdischen, die sich dort in ihren Höhlen vergraben? Was denken die, wenn die unsere Fliegermimmel sehen? Die sehen uns nicht, die hören uns nur. Ich habe so ein komisches Gefühl, dass wir hier vielleicht eigentlich nicht sein sollten, weil wir nicht hingehören. In dieser Höhe, an diesem Ort, zu dieser Zeit, jetzt, nur so ein seltsames Gefühl. Dieses Geräusch, fuck, da stimmt doch was nicht. Fuck, fucking Jesus Christ, da stimmt doch was nicht! Der Motor? Das Triebwerk? Kein Funkkontakt zur Basis? Irgendetwas stimmt nicht mit seiner Maschine, das klingt so, fuck, irgendwie... Fuck, fuck, scheiße, falsch, da stimmt was nicht. Er schaut aus dem Fenster. Er schaut auf den Monitor. Nichts. Nichts, nichts. Fuck, scheiße, Hilfe! Und er hat keine Ahnung, wo er ist. Behind enemy lines! Hier leben diese Höhlenmenschen und die glauben nicht an unseren Gott. Die glauben an einen anderen Gott, nicht an unseren. Und die bedrohen unsere Art zu leben. Die wollen unsere Art zu leben, nicht? Die leben in ihren Höhlen und die Art! Ein Aufschlag. Ein Crash. Eine Explosion. Laut. Sehr, sehr laut. Stopp! Denkt an die Kinder zu Hause. Illinois, Colorado, Texas. Amy, Paul und Bill. Gemeinsam im